So, Leute. Wir kommen zum weiteren Booster. Ja, es ist schon wieder ein bisschen älter. Die Edition ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Aber die habe ich tatsächlich gewonnen neulich. Und deshalb mache ich die jetzt einfach mal auf dem Channel. Und es kommen demnächst auch neuere. Keine Sorge. So, wir haben hier ein Opt, ein Mana Instant Scry 1 Draw Card. Scry, oberste Karte angucken, sie drauf oder drunter legen. Ganz, ganz cool. Forever Young, 2 Mana Sorcery. Und man nimmt eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof und legt sie oben aufs Deck und zieht danach eine Karte. Hä? Ach nee, Any Number, okay. Gut, irgendeine Anzahl. Das ist dann schon ganz okay. Knight of the Keep, 3 Mana 3-2. Prophet of the Peak, 6 Mana 5-5. Wenn ein Spielfeld kommt, Scry 2. Lockwave Paladin, 4 Mana 3-2 Menace mit Adamant. Wenn man 3 schwarze Mana bezahlt hat, kriegt der eine Präsenz 1 Marke. Okay. Brimstone Tree Pudget. 3 Mana 1-3 Reach Defender. Tappen für jeden geht dann Schaden zu. Und immer wenn ein Ritter ins Spiel kommt, dann tappt das Ding. Nice. Silverflame Ritual, 4 Mana Sorcery. Man legt eine Präsenz 1 Marke drauf. Und wenn man mindestens 3 weiße Mana für irgendwas bezahlt hat, bekommen alle Kreaturen Eile. Nee, jede Kreatur kriegt eine Plus 1 zu 1 Marke. Ich dachte gerade, ich war gerade schon verwirrt. Return to Nature, 2 Mana Instant. Entweder zerstört man Artefakt, eine Verzauberung, oder man exiliert eine Karte aus dem Friedhof. Dann Mistford River Turtle, 4 Mana 1,5. Und wenn sie angreift und kann eine mit angreifende Nicht-Menschen-Kreatur nicht geblockt werden. Aha. Also gibt jemand anders Unblockbarkeit. Lucky Clover, 2 Mana. Immer wenn ein Adventure-Zauber gespielt wird, wird er kopiert. Drown Loch, nice, davon brauchte ich noch welche. 2 Mana Instant. Entweder zerstört man eine Kreatur mit Mana-Kosten gleich der oder weniger gleich der Karten im Friedhof vom Gegner oder man kontert einen Zauber mit dieser Anzahl. Revenge of the Ravens, 4 Mana Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur euch oder einen Planeswalker, den ihr kontrolliert, angreift, verliert der Gegner ein Leben und ihr bekommt ein Leben. Das ist gut. Das ist gut. Und Once Upon a Time, 2 Mana Instant. Wenn dieser Zauber der erste Spell ist, den man gecastet hat in dem Spiel, kann man ihn umsonst casten. Sehr cool. Und für ansonsten guckt man sich die obersten 5 Karten des Decks an, nimmt eine Kreatur oder Landkarte davon, nimmt sie auf die Hand und legt den Rest unter die Bibliothek. Dann haben wir einen Swamp. Eine Foil. Foil Rare. Opportunity Dragon. 4 Mana, 4-3 fliegend. Und wenn ein Spielfeld kommt, kann man einen Human oder einen Artefakt, das der Gegner kontrolliert, wählen. Und solange der im Spielfeld ist, bekommt man Kontrolle über diese über das Permanentes. Es verliert alle Fähigkeiten und kann nicht angegriffen und blocken. Was? Opportunistic Dragon. Ha. Eigentlich ein ganz cooles Teil. Ich verstehe ihn, glaube ich, gerade nicht richtig. Naja, und dann haben wir eine Maus. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.